Manybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manybuy.com. Music Deal mittendrin statt nur dabei. Manybuy. Chukri, ich möchte heute mit dir über ein ernstes Thema sprechen, weil wir hier bei Manybuy, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Leute, die im Internet Fernsehen gucken, auch wissen, dass wir ein richtiger Sender sind und dass so Sachen wie Schleichwerbung für uns ganz wichtig sind. Ist das so? Ja, natürlich. Das liegt uns unglaublich am Herzen. Okay. Und wir verpönen sowas sozusagen. Ja? Wir verurteilen das. Das musst du mir jetzt nochmal im Detail erklären. Warum? Im Detail ist es ja so, also wenn du ein Produkt während einer Sendung, eines Films in die Kamera hältst, ja, dann muss das eine logische Verbindung haben. Ansonsten ist es Schleichwerbung. Okay. Weil das ist ja so, stell dir vor, der Moderator hätte einfach eine Sonnenbrille an. Und dabei ist gar kein Sonnenschein. Oder Kopfhörer um den Hals. Ja? Macht auch keinen Sinn. Wir machen sowas nicht. Also das finde ich gut, dass gerade bei Manybuy wir auf so solche Sachen achten und nicht einfach irgendwie so tun und ein Produkt präsentieren. Dabei hat das gar keinen Sinn. So wie die Uhr jetzt zum Beispiel, die gerade... Siehst du, ich musste die Uhr anziehen. Ja. Das ist ja keine Schleichwerbung. Ist ja auch nicht. Das ist einfach logisch. Der Kontrast. Der Kontrast ist super, ne? Ja. Und es scheint hier auch die Sonne, ne? Ja, ich habe Migräne, deswegen habe ich die Brille ja, auf, weil die genau, Studio genau, genau, genau. So das ist total wichtig, alle. Total wichtig. Oder beispielsweise, stell dir vor, ich würde einfach so machen, weißt du? Das würde ich niemals tun. Okay. Weißt du, so. Das wäre auch total behindert. Das wäre behindert, zu sagen, du bist ja das neue Samsung Galaxy Tab 3. So, warum machen Leute das? Weiß ich nicht. Und dann noch darauf hinweisen, im nächsten Moment, dass man das bei Manybuy kaufen kann. Das würden wir nicht tun. Genau das sind die Sachen, wo wir sagen, nein, das machen wir nicht. Dann lassen wir das einfach, oder? Nein, wir lassen das einfach. Okay. Wirklich, ne? Oder, weißt du, wenn man hier noch so darauf, einfach nur um zu zeigen, Armani, Calvin Klein, weißt ja, du, bei mir genau. Läuft richtig. Ja, bei mir läuft auch, deswegen ja, kannst du auch eine Sonnenbrille tragen im Studio, oder? Ja. Ja, wir würden, guck mal, weißt du, was ich auf gar keinen Fall sagen würde? Ja. Wir haben Markenuhren zu absoluten Tiefstpreisen. Würde ich niemals im Mund nehmen, so einen Satz. Das so. Ja, ich würde auch niemals sagen, bei Manybuy gibt es die Sachen fast beläsch. Fast umsonst. Fast. 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 Würden wir niemals sagen. Weil stell dir mal vor, die Leute werden weggehen, nur bei Manybuy kaufen, ihr Haus verkaufen, um noch mehr bei Manybuy zu kaufen. Bruder. Das wollen wir nicht. So ist das. Nein, das finde ich auch gut, dass wir beide, guck mal, das finde ich gut, dass wir uns einig sind. Meinst du, ich kann das als Ohrring tragen, so? Sowas hier? Meinst du? Ja, hier. Das ist schon hell, ne? Ich muss meine coole Sonnenbrille wieder anziehen, warte. Oh, besser. Jetzt bin ich wieder ein Mensch. Ja, so, ne? So. Bei dir läuft das so Breakdance. Ja, bei mir läuft manchmal. Ich habe neue Ohrringe, siehst du? Guck mal, Ohrringe. Passt zum Hautton, ja, leicht. Genau. Voll asozial. Ja, Armani. So. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei, wo sind wir? Music Deal. Music Deal, auf welcher URL? Manybuy.com.de, du kannst es dir aussuchen. International Shit. International Shit. Und wer bezahlt das? Frank Abi. Ah, Frank Abi. Frank hat jetzt seinen Hubschrauber verkauft aus Gold und hat sich einen neuen Gold in Platin. Herzlichen Glückwunsch. Aber ist der nicht schwerer als der aus Gold? Er hat gesagt, einfach einen neuen Motor eingebaut. 2 Rover-Motoren plus 2 Rolls-Royce-Motoren und hat noch Ferrari hinten dran gehangen. Hör mir doch auf. Ja, der kann doch mit Skateboard kommen. Das ist doch viel schoner für aber die Umwelt. Ja, guck mal, Skateboard mit Diamantenreifen dran kauft der. Kremlin. Bei Frank läuft richtig. Richtig, ja, rückwärts. Tasche voll, ne? Das Einzige, was Plus macht. Der ist der einzige Plus macht vor wir allen Dingen. Minus, aber heute hat der Minus gemacht, weil er hat uns die Sachen ja hier überlassen, ne? Ja, aber dafür, weil wir uns überlassen. Uns überlassen. Meinst du? Ja. Uns überlassen. Ja, bei ihm läuft wirklich, ne? Aber hier. Ich guck mal, wie spät es ist. Der macht ja auch ein bisschen Minus, weil wir ja heute auch noch ein bisschen Action hier haben. Ne? Wen haben wir denn da? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Wer heißt der denn? Sein Name ist. Soll ich den schon verraten? Ich würde euch viel lieber das Video zeigen, was gleich ja, hier. Ja, aber vielleicht so ein bisschen. Kommt aus Essen, aus dem Ruhrpott. Ruhrpott? Ja, schon lange unterwegs im Rap-Business. Helge Schneider? Nee, leider nicht. In der Ruhr, ne? Ist Rap, nah am Rap-Business dran ist es aber nicht. Aber Katze Klo. Ja, du machst die Katze vor. Nee, leider nicht. Ja? Leider nicht. Aber weißt du was, ich löse das einfach korrekt. Auf korrekte Basis. Voll korrekte Basis. PA Sports am Start heute. Voll. Richtig geil. So ein guter Typ. Ja, glaub schon. Hab schon viel zu erzählen. Interessante Dinge zu erzählen, denke ich mal schon, ne?
Absolut. Ah, ich glaube, der kann was. Ich glaube, der hat richtig was zu erzählen. Glaube ich auch. Ich glaube, der ist, der hat Swag. Nee, diese Swag-Geschichte ist andere Abteilung. Andere Abteilung? Das ist Secretly We Are Gay. Das habe ich schon herausgefunden. Für mich selbst. Secretly We Are Gay. Ja. Also, Moneyboy ist gay. Obwohl ich das auch auf meinem T-Shirt stehen habe. Swag? Aber das ist eine andere Geschichte. Swag ist doch eigentlich so cool. Aber er konnte es nicht erklären. Das ist wie Stilo. Keiner weiß, was es ist. Eigentlich. Es ist wie Stil, aber ist nicht Stil. Ja, es ist nicht nur Stil, es ist auch so, so das Verhalten dabei. Ne? Ist so quasi wie die Sonnenbrille hier. Ja. Ne? Wo kann man die denn kaufen? Die kann man bei Manibuy kriegen. Was wäre denn, wenn ich beispielsweise sagen will, ich möchte Markenuhren, ne, günstiger anbieten im Internet und das am besten auf Manibuy? Wie geht das? Lass das nochmal neu aufziehen. Lass doch mal erstmal erklären, was Manibuy überhaupt ist. Meinst du? Sollen wir mal, Regie, können wir das mal kurz hier auf meinen Rechner kriegen hier? Genau. Das ist Manibuy. Manibuy.com ist ein Portal, auf dem ich Sachen kaufen und selbst verkaufen kann. Von zu Hause aus sogar. So, gehen wir nochmal auf den Designer-Sonnenbrillen-Shop. Guck mal. Wo sind wir denn? Wo haben wir das denn? Ich gebe das mal ein. Ich gebe mal hier die Calvin Klein-Sonnenbrille ein. Ja. Calvin Klein, da kommt jetzt bestimmt ein bisschen Kram. Also wenn ich eine Sonnenbrille zum Beispiel suchen wollen würde, würde ich die hier bekommen. Die habe ich hier zum Beispiel an. Und die gibt es hier in diesem Designer-Sonnenbrillen-Shop. Normalerweise kostet die 149 Euro, hier kostet die 98 Euro. Bei Manibuy ist das Coole. Da kann ich nicht nur Sachen kaufen, sehr günstig. Ich kann die auch selbst anbieten. Ich kann Sachen selbst verkaufen. Ja? Mhm. Ich kann mir so einen eigenen Online-Shop da erstellen und Sachen per Webcam von zu Hause aus selbst verkaufen. Also nicht wie bei eBay, wo ich immer den ganzen Verkehr abwarten muss. Wenn jemand eine Frage an mich hat, muss ich die Mail beantworten, hin und her. Nein, ich kann das alles live über meine Webcam machen. Also ist so eine Mischung zwischen Amazon und QVC? Wenn man so will, ich kann mein eigenes QVC von zu Hause aus machen mit meinen Sachen, die ich verkaufe. Wahnsinn. Kann ich meine eigene Show quasi machen. Und wenn ich das machen möchte, Regie, ich brauche das nochmal hier drauf auf den Bildschirm, kann ich hier auf selbst verkaufen gehen, hier oben. Und dann melde ich mich dann einfach an, mit meinem Namen. Also jeder kann das, muss ich eine Firma haben? Nee, das kann jede Person machen. Natürlich ist das cooler, wenn du, also jede Person kann das. Auch wenn du nur ein altes Fahrrad verkaufen willst, was du vielleicht auf der Straße nicht geklaut hast, kann man das natürlich da machen. Ich kann alles verkaufen. Also egal, ob ich jetzt ein Online-Shopper bin, also einen eigenen Online-Shop habe, meine ich, oder ob ich eine Privatperson bin, wenn ich jetzt zu Hause einfach den Keller mal leer machen möchte, kann ich alles da reinstellen. Ganz genau. Und ich kann das auch per Video, wäre sogar die Möglichkeit, das sogar hier im Studio zu machen? Das wäre sogar eine Möglichkeit, das hängt immer ganz davon ab, wie es aussieht, was das für Produkte sind. Aber wenn, dann geht es auch hier kostenfrei im Studio. Das wird dann aber im Detail nochmal genau. Ja, kostenfrei. Wer zahlt das denn? Frank Abi. Frank Abi. Mit einem professionellen Moderator. Ich habe hier die Möglichkeit, an dem Punkt auch zu sagen, mache ich das privat, gewerblich oder als Kleinunternehmer. Da ist so der wichtigste Punkt quasi. Ich mache das mal als Privatperson. So, ich muss natürlich die Geschäftsbedingungen akzeptieren und kann mich dann anmelden. Das ist alles? Quasi. Dann komme ich im nächsten Schritt hier quasi auf die Möglichkeit, mein Account zu aktivieren. Ich kriege dann so eine Mail auf meine E-Mail-Adresse und kann dann quasi schon loslegen. Kriege dann alle Infos nochmal, die ich brauche als PDF-Datei und kann dann loslegen. Boah, und das bei so einem zukunftsträchtigen Markt, ne? Absolut. Ich sag, das ist das neue Ding. Ich sag, nach Facebook kommt Moneybuy. Ja, was denn sonst? Ja, ja. Moneybuy ist das große Ding. Was ist Facebook? Ich weiß Wir haben nicht. Hier Frank Zuckerberg, Frank Salzberg. Frank Salzberg. Das ist Frank Salzberg. Frank Salzberg. Wer ist Mark Zuckerberg? Frank Salzberg. Richtig. Neu. Das ist Zuckerberg 2.0. Ja. Bei uns geht, bei Wir uns haben heute richtig. Einen starken Gast da, ne? Habe ich gehört. Sehr starken Gast und so. Und vielleicht auch einen Gast, der uns so einige Dinge erklären kann. Ich bin ja kein großer Hip-Hop-Experte. Ja? Und ich denke mal, aber der Mann ist ein richtiger Experte und der wird uns so ein paar Dinge erklären können. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. Wenn ihr sagt, die Fragen, die der Mola stellt, die sind nicht deep genug, die sind nicht intellektuell genug, die sind literarisch nicht wertvoll. Ich möchte eine eigene Frage stellen, die poetisch, tiefsinnig und tiefschürfend ist. Gut. Dann könnt ihr nämlich reinscheißen, indem ihr Fragen in den Chat stellt. Die picke ich mir dann raus und lese die dann mal vor, stell dem Wahnsinn. PA die Frage. Oder aber ihr stellt euch per Webcam rein. Und könnt dann direkt mit uns hier im Studio sprechen. Das ist auch noch natürlich mal eine geile Geschichte. Dann bist du selbst in der Sendung. Dann bist du selbst in der Sendung, als wärst du hier live dabei, nur ohne Mundgeruch. Nur ohne Mundgeruch. Boah, super. Das ist echt. Prost. Beste. Bist du mit der Hauerei? Jus de Jus. 100%. Jus de Jus. So, noch 100 nochmal drauf. Bitte. Wahnsinn. Unglaublich, aber wahr. Manibuy ist das helle Wahnsinn. Das helle Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall mal. Und ich möchte auch einmal hier wieder auf unseren geliebten. Ja.
Ich höre gerade aus der Regie, wir haben ein sehr intellektuelles Publikum. Die Fragen im Chat sprechen schon für sich. Ja, was fragen die denn beispielsweise? Ja, noch habe ich nichts Konkretes noch hier nichts vorliegen. Konkretes? Warte, ich muss mal kurz da reingucken. Wahrscheinlich so intelligente Fragen wie... Boah, ich bin gespannt, ich kann mal wissen. Wie viel Knoblauch nimmst du auf deine Pizza oder so? So, das sind aber... Das sind, guck mal, ganz ehrlich... Das sind wichtige Fragen. Die man nicht beantworten kann. Das ist das. Was ist viel Knoblauch? Mhm. Was ist wenig Knoblauch? Das ist immer die Frage, ne? Ja. Das ist auch so eine Frage, die Frauen immer stellen beim Penis, ne? Was? Klar, was du. Was ist groß, was ist klein, was ist? Ja, was ist? Ja. Die Frage ist doch vielmehr, was ist hier eigentlich los? Was hier los ist? Was ist hier eigentlich los? Wenn wir das wüssten. Was stellst du? Was ist mit dem Penis? Bist du hier hängen das geblieben? Das ist eine wichtige Frage. Soll das jetzt Anspielung sein, oder? Nein, was? Bruder, du bist Hipster. Ihr habt groß. Guck mal, was der zu mir sagt. Meint der Hipster? Was ist der für ein Mensch? Der macht, guck mal, mit der macht Raster so sagt auf, der zu mir Hipster. Du Hauptbesetzer, Alter. Der macht hier auf Bart, 3-Tage-Bart hier so. Come on, everybody. Auf Mütze, korrekte shake, shake Mütze your so body. Nach hinten. Shake und your guck body, mal, Kopfhörer. Was, ja, guck, was, ja. Dings ist was denn? Lackierte Fingernägel. Warte mal ab. Ich will dich mal, mach doch deinen Bart blond, Bruder. Ja. Was für ein Mensch der ist. Mach lieber Video. Komm, ich mach mal Video an. Schalt mal bitte hier ein. Da. Er ist krass. Vorbei, ne? Oder kommt noch was? Kommt da noch was hinter? Nein, das Video ist aus. Ja, ist aus. Dann sind wir wieder da. Guck mal, das sind die Hipster, die erwarten mehr, weißt du? Die erwarten mehr von ihrem Leben. So. Weil der Hausbesetzer an sich, der hat ja auch eher wenig Hunger und Durst. Ja. Der hat ja schon keine Erwartung mehr ans Leben. Der hat aber korrekte Bart, hat er. Korrekte Bartwurst. Ich hab nicht so, guck mal, das ist so Ergebnis von 8 Wochen. Was willst du mir erzählen? Ja, du guck mal, das ist das Ergebnis von 8 Wochen Bartwuchs, aber wie viele Jahre hast du deine Haare nicht geschnitten? Ja, die Haare habe ich geschnitten, 20 Jahre habe ich nicht mehr geschnitten. Safi. So? Ich kann Bart wegmachen, so, dann nach einem Monat ist er wieder so. 8 Wochen dauert das bei dir? Ja. Wallah, Gott hat mich bestraft, ja. Nein, Spaß. Ich bin froh um diesen Bart. Sehr froh, ich find, sogar. Ich hätte auch so. Morgen mach ich ihn ein bisschen kürzer, ja, das ist ekelhaft. Wenn ich Bart hätte, ey, was labern wir? Wir haben einen Gast heute. Echt? Ja, haben wir. Was? Aber er hat keine Glatze. Ja, ist egal mit dieser Glatze. Mit dieser Glatze ist Schnurz für mich. Ist korrekt, wir haben zwei Gäste. Boah, du hast auch gehört. Ja, ne? Diese Stimme im Ohr macht richtig Borro. So, also wir machen jetzt erstmal. Wir haben leider kein Publikum, wir müssen jetzt aber klatschen, ne? Okay. Dann leg okay, mal los. Bruder. Riesen Applaus jetzt hier. Das Ding ist von Kianusch! Was geht, du sagst? Bei dir? Hi. Ah. Wie geht's euch, Jungs? Wunderbar. Korrekt, habt ihr hingefunden? Ja, klar. Korrekt. Stau auf Autobahn, was passiert? Ja, A1 war ein bisschen abgespaced, aber sonst ging's. Aus Essen seid ihr gekommen? Richtig. Seid ihr A1 gefahren? A3 und dann A1. Und dann A57. Ah, den Weg habt ihr schon. Immer Baustelle da, ne? Ja. Katastrophe. Was ist das? In Essen groß geworden? Richtig. Ist auch Essener? Nein. Wo kommst du? Münster. Münster, boah. Ist auch ich frag mich, Münster ist ja so eine Studentenstadt, aber, ja. Aber wie geht das? Gangster-Rap und Münster, das passt wirklich nicht. Essen ist schon ein bisschen assi, ne? Aber Münster, guck mal, wir kennen Essen. Essen ja, Münster ist eine sehr schöne Stadt. Ja, deswegen. Ja, aber jede schöne Stadt hat auch seine Schattenseiten. Hast du recht. Ja. Aber der Kianusch ist doch gar kein Gangster-Rapper, Alter. Nee, nicht wirklich, ne? Ist kein Gangster-Rapper. Ja, so. Wir sind keine Gangster-Rapper. Er zählt von Herzen. Wir sind politisch korrekt. Genau. Politisch korrekt, okay. Politisch korrekt? Ihr seid Beobachter der Straße, kann man das so sagen? Ja. Kann man so sagen? Beobachten mittlerweile auch noch ein bisschen mehr, aber okay. Es fing auf der Straße an. Aber ich hätte niemals, also wenn mir jetzt jemand, als ich 11, 12 war, gesagt hätte, du wirst hier mit Mola irgendwann sitzen und ein Interview geben, hätte ich nicht gedacht. Freut mich. Ja, mich auch sowieso. Ich habe ja riesen Spaß. Und vor allen Dingen ist ja unser Format so ein bisschen wie früher interaktiv. Gäste kommen rein. Mhm. Wir sind sehr hip-hop-lastig. Wir haben Schuck hier noch mit am Start. Der ist der E-Mail-Master. Früher hatten wir den E-Mail-Master, weißt du? Ja. Was für E-Mail-Master? Ja, du bist der E-Mail-Bruder. Was ist so. E-Mail-Master? E-Mail-Master hat früher auch die Briefe. Oder das. Guck mal, du erinnerst dich doch mit dem Faxgerät. Der Enki ist der am Fax sitzt. Ja, was denn für ein Scheiß? Hast du nicht interaktiv früher geguckt? Aber heute geht es jetzt um PA-Sports. Ja, das ist viel, viel wichtiger. gibt es. Also wir müssen das jetzt teilen. Gibt es Vor- oder Nachteile oder hat dich Essen an und für sich, dass du daher kommst, hat das wie influenziert das deine Musik? Sehr stark, würde ich sagen. Also was soll ich sagen? Essen ist halt eine Stadt für sich. Man muss wirklich dort gelebt haben eine Zeit lang und auch in gewisse Kreise drin sein, um die Schattenseite dieser Stadt zu erkennen. Zum Beispiel, ich habe einen älteren Bruder, der ist auch genauso wie ich Essener. Für ihn ist Essen die schönste Stadt. Also er hatte nie mit irgendeiner Schattenseite Essens zu tun. Oh. Wenn ich ihm dann erzähle, ey, glaub mir, Essen ist die größte, schlimmste Stadt Deutschlands, sagt er, was meinst du überhaupt? Von was für Kreisen sprechen wir denn? Was für, das wäre meine nächste Frage. Was für Kreise? Ne? Es gibt ja in Essen und in Mühlheim gibt es ja schon Probleme. Weißt du, der ist so mit Rockerbanden und sowas. Ist das Problem? Fließt das mit ein? Ja,
Ich glaube, bei uns war der Ursprung von all dem. Ja, ne? Ist schon, Essen ist schon sehr, sehr krass eigentlich. Bei uns kommt noch so ein bisschen noch, da hast du das Rocker-Geschichte, das remixst du noch dann ein bisschen mit ein paar Großfamilien-Netzwerken und... Wollen die Namen jetzt nicht nennen? Da haben wir jetzt aber auf jeden, da ist auf, haben wir auf jeden Fall den Ursprung in Essen so. Ja, die sind auch sehr, sehr stark da und kontrollieren das da alles. Hm. Münster? Rocker-mäßig, ein bisschen ruhiger, ne? Nix, da ist gar nichts mehr. Studentenstadt, nur Fahrräder. Ey, Fahrräder. Und Weiber, Fahrräder. Ich hab gehört, ich hab ein Fahrrad gemacht. 2% Frauen oder so in Münster, ne? Komm vorbei. Gerne, Bruder. Komm vorbei in Münster, ist cool. Sehr, sehr schön. Wir haben Webcam-User, sehe ich gerade. Was hast du für ein Gehirn? Hast du... Ja, ist korrekt. Manche Leute merkt man sich. Ja, aber wie viele Autogramme hast du gegeben, dass du an den erinnerst und dass du dich erinnerst, dass du aus Koblenz kommst? Weil das war... Genau so hat er geredet, wo er vor mir stand. Boah, der Arme. Der Arme. Aber der Freund ist ein sehr krasser Typ. Der ist ein krasser Typ, der kam extra aus Koblenz nach Essen, war ein kleineres Konzert. Ja. Und wir sind nächsten Monat in Koblenz zur Tour. Ich habe gesagt, warum hast du jetzt nicht 4 Wochen gewartet, bis wir auf Ja, vielleicht hätte... Ja, er ist extra gekommen. Und, ich glaube, der kennt Marvin, du bist Killer. Ja, finde ich gut. Vielleicht kennt er im Internet nicht so gut aus. Ne? Ja, vielleicht. Kurz vor Herz, Kasper, hast du noch mal ein Kompliment bekommen. Ja. Yeah. Aber das finde ich gut. Das sind die Geschichten, die wir hier bei Music Deal schreiben. Ne? Wie war das erste, der erste Track, den du gemacht hast? Ne? Kannst du dich daran erinnern? Der erste Track, den ich gemacht habe? Ja, überleg doch mal. Tschüss, lade mich. Nee, geh mal noch einen zurück. Erste Lyrics. Erste Lyrics. Erste Reim. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das war... Was ist mit Hip-Hop los? Wer kriegt hier noch tighte Flows? Ja, so, es ging so in die... Ja, normal. Also ich habe erst gefreestylt, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann auch Texte schreiben. Ich kann das auch festhalten. So. Ja. Mein erster Text war, glaube ich, ich mache schwarze Deals und ich fitte euch mit Beats. Weil du schief schielst, glaubst du, es wäre unfair, wenn ich schieß. Weißt du, weil er schielt, denkt er, ich bin zwei. So. Ja. Aber gut, eigentlich, stark. Aber musst du doch immer dabei erklären, wenn alle so... Das checkt keiner. Aber guck mal, ne? Wie ist das eigentlich? Ich kenne das von mir, ich mache halt auch Musik und so. Und das ist halt immer so eine Sache, glaube ich, gerade wenn man rappt, man steht in der Öffentlichkeit, man erzählt so einen Kram. Rappst du auch? Nee, ich rapp nicht, um Gottes Willen, Bruder. Comedian. Willst du doch gar nicht stinksen. Aber ich denke mir immer so, ich mache Beats und produziere, und meine Eltern denken immer schon, was macht der Typ da eigentlich? Wie steht eure Familie dazu, dass ihr Rapmusik macht? Boah, das ist ein langjähriger Krieg. Was solltest du werden? Was ich werden sollte? Wenn es nach deinen Eltern gegangen wäre? Boah. Arzt, wir sind Iraner, die sollen alle Arzt. Zahnarzt, ja, irgendwie sowas. Zahnarzt. Aber kannst du vergessen. Mein Bruder wird Zahnarzt, er studiert gerade Medizin. Einer muss ja. Er hat die Ehre gerettet. Ist gut. Aber ich sag mal so, es ist... Anfangs schwierig, aber ausländische Eltern sind immer so, sobald es fruchtet. Ja. Sobald der Fluss kommt. Sobald der Fluss kommt. Alles okay. Wow, ich hab dir mal gesagt, mach. Ja, mach, ja, genau. Ich war der Erste, der gesagt hat, mach. Ja, was? Aber Tag 1 Schlappen werfen, warum machst du so einen Lärm? Machst du das? Was soll das? Was? So ist das. Wie lange hat es gedauert bei dir, bis du das erste Geld gekommen bist, du davon leben konntest? Ich lebe jetzt seit. Ist nicht allzu lange her. Ich lebe jetzt seit 2 Jahren ungefähr von der Musik. Wie lange machst du schon was angefangen? Wann erst? Ich habe schon sehr jung, also als ich angefangen habe mit Musik, warst du noch bei Viva moderieren, habe ich gesagt, ich muss dahin zu dem Typen. So, vor jetzt 10 Jahren. Sind wir zusammen, zwar nicht bei Viva, aber wir sind trotzdem irgendwo. Wir sind zusammen bei Music Team, ne? Ja. Und ja, das war auf jeden Fall die Zeit, als ich 10, 11 war, da habe ich angefangen mit Musik. Natürlich noch Kindheitstraum und so. Rap-mäßig professionellere Schiene ging, glaube ich, mit 15 los. Da war ich dann halt bei Echo Fresh. Okay. Wir haben da ein bisschen unser wie, Ding. Wie alt bist du jetzt? 24. Okay. Ich habe deine Karriere, glaube ich, mitbekommen. Ab dem Punkt wurde bei. Du warst auch viel mit Manuelsen und so unterwegs, die Truppe. Ruhrpott, ist gerade mit mir hier. Ah, korrekt. Ja. Lieben Gruß. Da hat das quasi angefangen. So. Und dann hast du auch viel alleine gemacht. Ne? Mhm. Wie ist das jetzt, wenn man wieder. Du hast also ein neues Album jetzt. Ich habe so ein Collabo-Album gemacht. Desperados heißt das. Wie ist das jetzt, wenn man wieder mit anderen MCs zusammenarbeitet? Wie fühlt sich das so an? Übergeil. Deswegen, das ist für mich jetzt gerade so die Erfüllung an diesem Projekt. Ja? Ich habe jetzt 4 Solo-Alben nacheinander gebracht und da war es einfach 4. Voll. Ja, krass, 4. Ne? Ab seit 2011 kontinuierlich jedes Jahr. Ne? Dieses Boah. Jahr das 4. jetzt im Januar. Jetzt im September komme ich schon mit einem Collabo-Album. Das heißt, dieses Jahr habe ich sogar 2 Album-Releases. Und dann nach 4 Alben war es einfach geil, dass wir jetzt auf Albumlänge zu zweit kollaborieren können. Oh. Fernab dessen habe ich halt jetzt ein eigenes Label gegründet und das ist auch für uns so der Startschuss. Wie heißt das? Life is Pain. Ja. Lass mal über Desperados sprechen, über das aktuelle Album. Ja. Ne? Wie ist das dann zur Zusammenarbeit erstmal gekommen mit euch beiden? Ach, schon damals haben wir zusammengearbeitet. Okay. Wir kennen uns jetzt schon
Fünf Jahre. Woher kennt ihr euch? Wir kennen uns 4, 5 Jahre. Ich bin ein Cousin, also sein Cousin ist ein sehr guter Freund von mir aus Essen. Okay. Und ja, er hat dann halt irgendwann mal den Kontakt hergestellt. Dann haben wir auf der ersten Platte von mir gearbeitet miteinander. Ach, das ist gar nicht das erste Mal. Da hatten wir 2 Features auf der Platte. Und dann war der gute Herr 3 Jahre im Urlaub. Mhm. Er hat halt so Auslandspraktiken. Wir kennen das. Ja, ich weiß. Manchmal macht man das. Kann passieren. Ja. All-inclusive aber. All-inclusive. Und dann war halt irgendwann jetzt, letztes Jahr ist er zurückgekommen. Und ja, ich habe in der Zeit mich etablieren können in der Szene. Und da war es einfach klar, dass ich auf eine Art und Weise was zurückgebe. Auf zweitens ist er halt ein Künstler, den ich überkrass respektiere und halt auf einem sehr hohen Niveau sehe. Mhm. Und ich hätte einfach musikalisch, also er gilt ja jetzt in der Szene als Newcomer, sagen wir mal. Ja. Hättest du mir jetzt aber auch einen Rapper geschickt, der jetzt irgendwie schon voll etabliert ist und kommerziell voll die Erfolge gefeiert hätte, nur vom musikalischen Aspekt hätte mir das nicht mehr Reiz gegeben, mit ihm zu arbeiten. Also das ist eine persönliche Sache, kann man sagen. Eine persönliche Sache und einfach, ich finde, dass er einigen Rappern zeigen kann, wo es lang geht. Und ich bin halt so ein Rap-Freak und mir ist dann auch wichtig, wenn ich ein Collabo-Album mache, mit demjenigen ein Collabo-Album zu machen, der in meinen Augen gerade der Stärkste ist. Mhm. Und der ist in meinen Augen gerade. Das war meine Ansage. Ja. Das war meine Ansage. Das war eine Ansage, ne? Absolut. Was erwartet uns denn auf dem Album? Wann kommt das raus? Gerade? Am 19. 19. Ja. Ja, es sind noch knapp 4 Wochen, ein bisschen mehr als 4 Wochen und es ist sehr hart. Ja? Also ich bin, die ganzen Frauen schreiben mir seit Tagen, was ist los mit dir, du beglückst uns nicht mehr. Ich bin eigentlich so ein Typ, der halt... Ich habe die Frage übersprungen, hätte ich jetzt aber jetzt, wo du es selber ansprichst, du lässt auch mal weiche Töne anklingen, ne? Ich mache auf jeden Fall zum Teil auch emotionale Musik, sehr gefühlsgeleitete Musik, so auf meinen letzten Alben auf jeden Fall. Für manche ist das halt natürlich jetzt gerade ein bisschen krass so, aber für uns war klar, wenn wir beide als Künstler zusammenkommen, muss man halt auch einen Schnittpunkt finden, wo wir uns als Künstler treffen. Konträr dazu habe ich eine Frage aus dem Chat, und zwar... Wortlaut, warum ist PA auf ein Video von Alpa mit seinen Feinden am Rappen? Hä? Hab ich auch nicht gerafft, Bruder. Ich hab auch nicht gecheckt, was der will. Ich kann noch mal langsam. Miami Vice fragt, warum ist PA auf einem Video von Alpa mit seinen Feinden am Rappen? Du warst, glaube ich, in dem Video nur warst drin. Warst du im Video mit Alpa ja, oder so? Ja, es gab ein Video. Da bist du drin. Ja, in dem Video waren Cello und Abdi auch zu sehen. Ja. Und Cello und Abdi sind, um Gottes Willen, Cello und Abdi sind nicht meine Feinde. Ich habe ein großes Problem mit... einigen Leuten aus ihrem Umfeld. Dieses Problem wird auch bald geklärt. Und, Miami Vice ist eh out, Bruder. Ich glaube, die Frage muss man Miami nicht sehr ernst nehmen. Ne? Genau. Ja. Wer nicht mehr im Fernsehen ist, darf auch keine dummen Fragen stellen. So sehen wir das, ne? Die Frage. Ja, also ja. Das heißt, es gibt gar kein weiches Lied, also kein Gefühl. Doch, natürlich gibt es auch, also unter, sagen wir mal, wenn man jetzt von 16 Songs ausgeht, muss man auf jeden Fall sagen, dass auf der Platte auch 3, 4, 5 Songs geht, die... Was jetzt nicht weich sind, aber auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen deep. Deep. Ja. Ein bisschen nachdenklich. Eine Message mitbringen. Aber dennoch hart. Ja. Also. Spielt so dein Leben, was ja definitiv in den letzten 3 Jahren anders gewesen ist, spielt das mit in die Musik rein? Macht einen das härter? Nicht nur die letzten 3 Jahre. Ach so. Ich würde dir gerne. Die letzten 26 Jahre spielen damit eine Rolle. Ja, natürlich, ne? Nach dem Video, was wir gleich zeigen, würde ich dir gerne mal eine Frage stellen zu dem gestrigen Post von dir, ich glaube auf Twitter und Facebook, bezüglich einer gewissen SMS, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, geiles Video. Sehr geiles Video. Stark. Und dahinter steckt ja eine Geschichte, ne? Vielleicht solltest du das mal erklären, weil wenn man das Video alleine sieht, versteht man das nicht so richtig. Ja, also ich sag, die Hardcore-Fans, es gibt halt immer so Hardcore-Fans. Ja, ja, klar, logisch. Ne? Ich denke, die haben den ganzen Film gecheckt, aber ich muss sagen, ich glaube, so die breite Masse hat das nicht so richtig gepeilt. Und zwar haben wir halt diesmal uns gedacht, dass wir auch visuell einfach mal ein bisschen... Was Geiles da. Wir können einfach den Song bringen und uns an irgendeine Wand stellen mit ein paar krassen Typen. Oder wir können auch das Ganze mit einem geilen Film verbinden und das haben wir halt diesmal gemacht. Er ruft mich schon im Trailer, ruft er mich schon außerhalb des Knasts, im Album-Trailer, er ruft mich schon Knast aus an und sagt, ey, ich muss hier raus, du musst mich rausholen. Ich habe jemanden im Knast kennengelernt vom Kartell, der wurde hier verraten, der hat Geld gebunkert in Mexiko. Wir müssen das abholen, sonst wird das rechtzeitig, sonst wird das von denen gefunden und so. Im Intro ist dann halt der Ausbruch aus dem Knast, wie ich ihn raushole. Und dann siehst du auch in der letzten Filmsequenz, wie wir halt gerade zum Jet laufen, so. Dann fängt das zweite Video schon in Mexiko an. Okay. Ich treffe mich mit dem Kartell. Also richtig Storyline. Ich sag denen, ich weiß, wo euer Geld ist und so, ich will euch das zeigen. Weiß aber natürlich, dass die mich kalt machen wollen, sobald die das Geld haben. Ich führe die dahin. Er bereitet in der Zeit mit seinen Komplizen, ziehen die sich als Polizisten an, als Deputies. Kommen in dem Moment, wo die mich gerade kalt machen wollen, in die Szene rein. Wir nehmen denen das Geld ab und hauen ab. Krass.
Und dann im letzten Video, was gleich kommt, sieht man dann halt, wir haben das Geld, wir machen Party. Ich höre gerade von der Regie, wir haben jetzt 16.000 User mittlerweile online. Wow. Haben wir auch selten, ne? Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Das ist richtig schön. Nochmal zurück zum Thema. Wir haben ja gerade über diese Nachrichtenverlaufsgeschichte gesprochen, ne? Ja. Du hast gestern einen Post, war das Facebook, Twitter, wo hat der stattgefunden? Facebook. Was hast du gepostet im Wortlaut, dass... Ich habe gepostet, dass... mir wichtig ist, dass der Kianosch in seiner ersten Promophase nicht durch Diss-Tracks und irgendwelche Beefs auffällt, dass man halt wirklich die Musik vernünftig. Im Vordergrund stellen auch kann, vernünftig. Damit halt hinterher uns keiner vorwirft, wir wollen uns auf Disses aufbauen. Ja? Das hast du gestern gepostet? Habe ich gestern gepostet. Weiß auch gar nicht. Gar nicht gecheckt. Die Hip-Hop-Welt ist schon, fragt sich gerade große Fragezeichen. Ich habe gepostet, dass mir das wichtig ist und dass, wenn das nicht wäre, es jetzt eine Partei geben würde, die ich genau jetzt auseinanderreißen würde. Okay. Weil ich hinter den Kulissen gerade in den letzten 2 Jahren sehr oft beleidigt wurde von dieser Partei. Okay. Hinter den Kulissen, also nie öffentlich. Richtig, weil wenn die öffentlich das machen, dann habe ich das Recht, die zu dissen, die zu zerstören. Ja? Wer ist das die denn? Zurückzubeleidigen. Wenn die es aber hinter den Kulissen machen, dann komme ich immer wieder unsympath rüber, der in der Öffentlichkeit auf einmal disst und dann sieht es auf einmal so aus, ey, der will, warum disst der die ganze Zeit? Okay. Die machen doch gar nichts. Okay. Nein, die machen genug. Und ich werde euch bald schlachten, Freunde. Aber welche Partei ist das denn? Wer wird denn auf dem Schlachttisch landen? Ich sag ganz ehrlich, wenn einer auf dem Schlachttisch landet, ist es Haft. Es muss noch nicht passieren. Ich bin immer noch klärungsbereit. Ich bin auch noch immer noch bereit, Entschuldigung anzunehmen. Das ist vernünftig. Ist ja ein netter Zug auch. Solange Gott verzeihen kann, kann ich auch verzeihen. Ja. Aber diese Partei meint, mir irgendwas verzeihen zu müssen. Ich habe gedisst. Ich habe die zuerst gedisst, ich habe 100 Bars Reload gemacht, aber ich bin ein Rapper. Und ich bin ein Rapper, der aus der alten Schule kommt. Also ich bin nicht alte Schule, aber ich komme aus der alten Schule. Das heißt, ich kann auch jemanden dissen, ohne direkt seine Mutter zu beleidigen und ohne auch mit ihm einen Krieg auf der Straße zu führen. Ich habe ihn gedisst, aber er wollte direkt einen Krieg auf der Straße führen. Und er will das seit 2 Jahren, aber er kommt nicht. Ich war zu mehreren Treffen bereit. Ich kann das beweisen. Wieso hast du ihn zuerst gedisst? Weil ich... total falsch fand, was er repräsentiert hat in der Zeit. Da gab es auch so ein paar Sachen, die im Hintergrund liefen. Aber ich habe ihn auch jetzt nicht beleidigend gedisst. Du hast nicht auf sportlicher Rap-Ebene. Mein genauer Wortlaut war, Haftbefehl ist cool. Nein, ich halte nichts von Rap-Beef. Aber Bruder, seit er da ist, siehst du kleine Kinder flexen. Er redet vom Scheitan und formt die Finger zum Kreis. Der Junge lästert über Gott in seinen behinderten Lines. Das sind meine Zeilen gewesen. Wer daraufhin meinen muss, jemanden seine Mutter zu beleidigen oder jemanden sein Kind zu beleidigen, oder irgendwas zu beleidigen, der muss auch bereit sein, Schrot zu fressen. Aber wenn ich den dann anbiete, mich mit denen zu treffen und die nicht kommen und die ganze Zeit nur rumtelefonieren und sich die ganze Zeit nur absichern wollen und nur gucken wollen, wer steht hinter dem, wer steht nicht hinter dem. Ah, jetzt gerade steht keiner hinter dem, jetzt können wir da hingehen. Ah, da steht doch jemand hinter dem, können wir doch nicht hingehen. Und wenn jemand die ganze Zeit so eine schwule Sachen macht, ne, dann reißt mir der Geduldsfaden. Und ich bin kurz davor, das alles in die Öffentlichkeit zu tragen, damit die Leute mal auch langsam verstehen, warum ich seit 2 Jahren so eine Lust habe. Man merkt deinen Unmut hinter dieser ganzen Sache. Man kriegt den auf jeden Fall mit, ja? Ja. Das Schlimmste ist halt, dass diese Partei denkt, im Recht zu sein. Die sagen das halt, ärgert dich am meisten? Ja, die sagen, der hat uns gedisst. Alles, was wir darauf gemacht haben, ist gerechtfertigt, weil der hat uns gedisst. Ich sage aber, ich habe euch gedisst auf eine sehr sportliche Art. Ihr habt noch lange nicht dadurch das Recht, meine Mutter zu beleidigen, meine Familie zu beleidigen, geschweige denn ein Kind zu beleidigen. Und wer das macht, soll auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und die Konsequenzen sind keine schönen Konsequenzen. Und Haftbefehl weiß, dass ich seine Karriere beenden kann, wenn ich einmal anfange. Was willst du machen, wenn du ihn triffst? Ja. Hafti? Wenn ich ihn jetzt treffe? Ja. Nachdem diese Worte gefallen sind? Ja. Ohne eine Entschuldigung? Ja. Ich will ihn, okay. Du musst ja davon ausgehen, dass er das nicht gehört hat. Bis jetzt. Was du gerade ausgesprochen hast. Dicker, wenn diese Worte im Raum bleiben und ich keine Entschuldigung für diese Worte kriege, ich bin ein bisschen kleiner als er, aber ich würde springen und in seinen Hals reinbeißen und ihn runterreißen. Also für mich ist diese Sache überhaupt kein Spaß, Dicker. Das ist sehr unschön. Ja, aber man muss unterscheiden, ne? Zwischen Rap-Beef oder echten Straßen-Beef. Und wenn das eine zum anderen führt, dann führt es halt dazu. Dicker, wenn ich zu dir sage, Gott bewahre, wenn ich zu jemandem, egal wem, wenn ich zu jemandem sage, ich fick deine Mutter. Ja, ja, gut. Oder Gott weiß was, ne? Ja, ja. Dann muss ich. Mit der Konsequenz. Dann muss ich sagen, nein, dann ist mir in dem Moment klar, wenn ich und der uns über den Weg laufen, gibt es nur noch einen, der aus dieser Sache herausgeht. Ja. Ne? Aber wenn man das so aus Spaß, so auf irgendwas, auf Nase, der da sitzt und den ganzen Tag rumbeleidigt, ohne zu wissen, wie viel Gewicht überhaupt diese Wörter haben, dann sind das Kinder für mich, ja.
Okay, aber kommen wir zu was Positivem. Du Bitte. Hast gestern dein neues Video released, Block Party. Ja, Mann. Gucken wir uns das mal an. Das gucken wir uns jetzt mal an, ne? Bitte. Ja, das korrekt, ist sehr schönes korrekt. Video. Positive Vibes. Ich habe sehr viel Fleisch gesehen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir waren doch auf Grill, so Mais und so. Du hast mich gerade vorher auf Rage gebracht und dann mit dem Video ist wieder alles... Ja, das ist schön. Das ist meine Aufgabe im Leben. Ich muss immer den Ausgleich schaffen zwischen den Menschen. Ja. Angeblich. Also du musstest mich einmal kurz aggressiv machen und dann wieder... Und dann wieder oder du bleibst die ganze Zeit auf Linie. Können wir auch machen. Nein, wie du willst. Lass mal. Aber ich weiß nicht, ob es mit euch funktionieren kann, aber ich würde das gerne mal machen. Mal so ein Beef setteln, weißt du? So mit Studio, links die eine Partei und die andere. Doch, und dann wirklich die andere Partei und reden. Mit, weißt du, so auf korrekte Basis. Also du bist der Klärer dann in der Mitte. Ich bin der Mitte der Klärer und so. Wir sind ja eh schon bei diesem Beef-Thema. Ja? Nazar hat ja vor kurzem so ein Interview gepostet, ne? Über All Good war das, glaube ich. Ja. Hast du dazu ein Statement? Hast du Probleme mit Nazar oder? Ich hatte ihn angeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass er ein paar Sachen in diesem Interview in meine Richtung gesagt hat. Daraufhin haben wir gestern telefoniert und haben es aus der Welt geschafft. Okay. Also anscheinend ging da nichts gegen mich. Aber er hat ja in dem Interview keinen Namen genannt und irgendwie viele Rapper haben sich sehr stark angesprochen gefühlt. Ne? Ich glaube, er hat ein paar verschiedene Rapper so indirekt angesprochen. Deswegen haben sich dann auch mehrere zu Wort gemeldet. Ja. Aber wie soll ich sagen, Dicker, man muss halt die Meinung von jedem irgendwie so ein bisschen respektieren. Nur das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand bei dem, was er gesagt hat, da war halt eine Sache, die ich so ein bisschen auf mich bezogen habe. Lassen wir das mal jetzt außen vor, das ist ja jetzt gegessen. Das habe ich ihm auch am Telefon gesagt. Es gibt halt viele Rapper, die zurzeit dieses Dissen voll runterreden. Die sagen, ein Rapper, der ins Game kommt und disst, oder überhaupt Rapper disst, die ein bisschen bekannter sind und so, das ist voll scheiße und das ist voll die Bastardigkeit und das macht man nicht und... Ich komme halt wirklich aus einer Zeit, Alter, wo das nicht so war und ich kann das, sehe das auch nicht so. Weil, ich sag mal so, ich finde, warum haben diese ganzen Rapper ein Problem damit, wenn die einer disst? Ich sag dir jetzt, ich bin ja auch mittlerweile ein Rapper, der etabliert ist. Also ich kann mir anmuten zu sagen, ja, dass es auch Rapper gibt, die sich jetzt auch an mir hochziehen könnten. Ja? Ja. Also ich könnte jetzt auch morgen ein Opfer werden. Aber warum ist es mir egal? Mir ist es egal, weil entweder disst mich jemand und sein Song erreicht keine Relevanz, dann ist es mir egal. Und sobald derjenige an Relevanz erreicht, dass er halt mich erreicht mit diesem Diss-Track, bin ich zu 100% davon überzeugt, dass dieser Diss-Track sein Anfang und sein Ende war. Okay. Weil ich ihn danach töten werde. Okay. Und ich habe keinerlei Musikalisch Angst aber. Musikalisch. Ja, ja, das wollen wir noch sagen. Wenn wir also das ist sein Anfang, er startet damit seine Karriere und er beendet sie auch damit. Was glaubst du denn, wen Nazar da gemeint hat? Ich weiß es nicht, aber Fakt ist, dass die Rapper zurzeit alle so ein bisschen... zu sehr auf die Karriere beeinflussen. Das nicht alles, auf die Mucke. Das ist nicht mehr so real, finde ich. Das ist so... Komm mir bloß nicht in die Quere, lass mich nur mein Business machen. Ja. Dicker, aber wenn dir einer in die Quere kommt, musst du ihn halt aus dem Weg räumen. So ist das. Das ist Rap. Wie ist Rap entstanden, Dicker? Rap ist entstanden durch Battlen, durch Tanzen, durch Graffiti. Durch Battlen, nicht nur durch Battlen, dadurch, dass der am coolsten rappen konnte, der coolste war. Genau. Und dass einer auf der Straße gesagt hat, nein, ich will nicht mehr, dass er der coolste ist. Ich will der coole jetzt sein. Es gab immer einen cooleren. Und er ist gekommen und hat den coolsten weggefickt. Genau. Das ist Rap. Auf Rap-Ebene. Ja, das ist Rap. Okay. Ich verstehe nicht, warum die in Deutschland alle so ein... In meinen Augen, Dicker. Aber ist das eine interessante Sache? Hip-Hop-Kultur versus jetzt dem Geschäft, weil du bist ja nicht nur Rapper und du bist auf der anderen Seite bist ja auch das Label, ja, du bist ja auch Businessman. Ne? Ja. Bei dir ist es jetzt tatsächlich so, wie ich es raushöre, dass dir deine Hip-Hop-Kultur und das Rap wichtiger ist als das Business. Nein. Doch, ja. Ich sag, mir ist beides wichtig, aber ich probiere auch beides zu kombinieren, beziehungsweise bin ich auf das eine nicht so zu verbissen. Wenn jetzt morgen jemand mich disst, auch wenn es mir gerade nicht in den Kram passt und die Promophase gerade schön läuft, aber wenn der Typ mich halt disst und der Typ hat eine Relevanz, Dicker, dann stelle ich mich dem. Das ist Rap. Wenn ich mich dem nicht stelle, habe ich als Rapper keine Eier. Dann bist du eine Bitch. Hast dich versteckt. Ja, sag mal so, dann bist du eine Bitch. Einfach. Okay. Genauso wie man auf der Straße sagt, Dicker, wenn dich auf der Straße einer anmacht und wenn du nicht der Mann stehst, bist du kein Mann. Okay. Genauso sage ich in der Rap-Szene, wenn du als Rapper angemacht wirst von einem, der Relevanz hat, der mit dir auf einer Augenhöhe ist, und du dich dem nicht stellst, dann bist du kein Rapper, dann bist du eine Bitch. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Bist du eine Bitch. Ne, hat man früher auch so oder gesagt. Nicht? Ja. Bist du eine Bitch? Aber wie gesagt, das soll jetzt nicht so Dings. Ich habe mit Nazar gefunden. Nazar ist alles cool. Da ist alles cool. Nur halt, weil Dings, weil halt sehr viel Kritik gerade überhaupt aus der Rap-Szene, gerade von so Kanacken-Street-Rappern, die nicht so viel mit der Kultur zu tun haben wollen, die sagen, wem zählst du dazu, zu diesen ganzen Disser? So. Auch die Ecke, mit denen ich gerade Probleme habe. Die wollen sich so voll, bei den Telefonaten heißt es dann, ey, wir sind doch keine Afrops und so, was heißt das? Weil wenn ich über das Thema diskutiere, sage ich, ey, ich habe euch nur gedisst.
Okay. Also die ganze ich hab euch sportlich gedisst. Was ist das Problem? Ja, was für Dissen, Mann? Was für Hip-Hop, Mann? Wir sind doch keine Afrops und Sammy Deluxe von damals. Wenn mir jemand disst hat, der mich beleidigt. Ja. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die wollen direkt. Die nehmen sich selbst zu ernst. Die nehmen sich selber zu ernst und die wollen unbedingt niemals in die Möglichkeit kommen, weil wenn du einen zerfickst, hast du deine Karriere geschadet. Wenn du einen fickst, dann ist, ist ein Kratzer drin. Ja, ja, klar. Die wollen diesen Kratzer nicht riskieren. Da war noch was. Und zwar, du bist ja. Also, du hast ja gestern diese Post gemacht, darüber haben wir jetzt ja lange und bereits schon in aller Ausführlichkeit gesprochen. Du nutzt ja auch sonst sehr viel Facebook, Twitter und den ganzen Kram. Ja. Nicht richtig in der Annahme. Aber ich meine, wenn man das so viel nutzt und so, ne, findest du die Möglichkeiten, die du dadurch quasi erlangst, schon, du kannst krass mit den Fans sprechen und so, findest du die eher nützlich oder eher als, empfindest du eher als gegenteilig, so, als nicht so nützlich? Weil gerade in so einer Beef-Geschichte ist das. Für das Geschäft finde ich sie sehr nützlich. Ja. Was Privates und Leben angeht, finde ich sehr unnützlich. Ich finde, bin sehr neidisch auf Keanu, auf die Art und Weise, wie er gerade ins Geschäft kommt, weil ich merke das, Dicker. Ich fühle mich selber gar nicht mehr wie ein Rapper. Ich fühle mich so halb Rapper, halb Manager, halb Label-Typ. Warum? Weil. Du musst tausend Sachen machen, oder was? Ich muss eigentlich mit nichts anderem zu tun haben, als mit dem Mikrofon und meinem Studio. Aber die Zeiten sind leider vorbei, oder? Ja. Das ist es doch eigentlich. Klicks, Verkauf, Amazon. Also nervt mehr Zahlen. Eigentlich. Du bist den ganzen Tag so und ich will nicht mehr so sein. Ich will. Ich verkaufen können wir bei mir. Ich will verkaufen für dich, das ist kein Problem. Ich will abends nach Hause kommen, meinen Laptop kurz anmachen, einmal checken, zumachen, schlafen, den ganzen Tag. Kannst du bei Manny beimachen? Ja. Kannst du direkt Statistik, was habe ich verkauft, wieso, weshalb, warum? Kommst du zu auf korrekte Basis. Ja, gut. Aber lass uns doch mal so ein bisschen, jetzt haben wir das Beef-Thema schön bearbeitet, hat mir viel Spaß gemacht und war ein toller Einblick. Aber so die nächste Zukunft. Album kommt jetzt in 4 Wochen. Ja. Tour, wo kann man das sehen? Spielen wir auch ab September, ja. Mhm. Boah, ich habe jetzt nicht alle Dates im Kopf. Wir sind auf jeden Fall in allen Arschstädten, sprich München, Stuttgart, Berlin, wie viele Termine Hamburg, ungefähr? Hannover, 13, 14. Düsseldorf B-Stadt oder was? Düsseldorf sind wir nicht, aber dafür sind wir in Köln. Okay. Das ist B-Stadt. Essen? Heimspiel normal auch, oder nicht? Nein. Nicht in Essen, Katastrophe! Oberhausen? Kein Heimspiel, nein, wir haben gar kein Heimspiel. Boah, schade. Katastrophe. Ist schade, aber ich habe die Tour nicht verbucht. Okay. Mhm. Ist halt so. Ist halt so. Wo finden wir dich? Facebook? Wie heißt die Domain? Facebook.com/PASports45 und ihn findet man. Warum eigentlich die 45? Das habe ich mich immer gefragt. PASports war nicht frei. Ach so. Da war, glaube ich, irgendjemand, der hat. Woher kommt eigentlich der Name PASports? Den hat mir. Wer gegeben? Ich hieß ursprünglich PA Lyricist. Okay. Und dann war ich damals beim German Dream mit 15, 16. Und damals war das halt im Trend für Echo, dass er so allen so witzige Namenvorschläge gegeben hat. Mhm. Sprich, Zu Jam Echo? Hat er gesagt Summer Jam. Ja. Farid Bang hieß am Anfang noch Farid Urlaub. Ja, ich weiß. Was hatten wir noch? K1. Seine Erfindung oder was? Ich glaube schon. Krass. Und halt diese ganzen Geschichten. Und er hat mir dann damals gesagt, nenn dich doch PA Sports. Aber mit welcher Begründung? EA Sports, PA Sports. Ach, wie geil. Okay. Und ich war jung und ich habe gesagt, Echo hat mir gerade einen Tipp gegeben und ist cool und ist geil, okay, machen wir. Dann habe ich mich mit dem Namen etabliert und ich will den Namen jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist ein sympathischer Name, ist cool. Sportlich. Sportlich auf jeden Fall. Ich stehe hinter dem Namen. Sportlich, und alles ist gut. Ja. Ja, PA Sports Tour. PA Sports Tour auf jeden Fall. Gibt es eine gewisse Vorbereitung für die Tour, was ihr da macht? Was erwartet uns auf der Tour? Wir müssen jetzt langsam anfangen zu proben ein bisschen. Mhm. Aber sonst nicht. Das schneidet sich alles sehr krass. Ne? Während die Tour losgeht, sind wir noch in Promophase und so Geschichten. Ne? Okay. Das ist halt, also unser Release-Date ist am 19.09. und die Tour fängt schon am 3.09. an. Mhm. Ja. Aber wird geil. Ja. Ich freue mich schon. Freust du dich schon? Die Bühne wird auf jeden Fall beben. Ja. Garantie. Apropos Beben, das muss man auch fragen, du warst ja im Urlaub, ne? Ja. Wie lange und weswegen? Ach, ich war ein paar Tage wegen meiner Dummheit einfach. Dummheit, ein kleiner Streich gewesen, Kinderstreich, Jugend. Was war das für eine Dummheit? Eine eklige Dummheit. Eklig? Eine unnötige Dummheit. Ohrfeige? Ja, ich bin ein sehr selbstreflektierender Mensch. Ja? Also es gibt Leute, die würden sich jetzt hier hinsetzen und sagen, ich habe dreifachen Raub und sechsfachen Mord und hier und da und weißt du, aber er ist... So, Resozialisierung. Er ist halt vom Mensch wirklich jemand, ich weiß bis heute nicht, wie viel er genau gesessen hat, weil wenn ich ihn frage, sagt er immer nur ein paar Tage. Mhm. Ja, es... Man muss halt... Ich es gibt gut, Leute, so guck mal, wir leben in Deutschland, hier sitzen die Menschen so maximal 15, 25. Mhm. In Amerika kriegen die so 88 Jahre, 120 Jahre, so.
Deswegen können wir echt von Glück reden, dass wir so ein paar Jährchen kriegen. Und das ist echt nicht der Rede wert. Aber wenn man halt dumm war, dann muss man halt dazu stehen. Mhm. Und ja, und jetzt das Beste draus machen. Ne? Aber welche Richtung ist es denn gewesen? Was Dummheit. Eklig gewesen? Welche Richtung hat Dummheit? Dummheit? Es gibt viele Dummheiten, die man machen kann im Strafrecht. Ne? Ja. Also viele Dummheiten. So. BTM. Ja. Körperverletzung. BTM, Körperverletzung. Mit Drogen haben wir nichts, habe ich nichts stark gehabt. Finde ich gut. Stress gehabt und irgendjemand. Naja, was heißt Stress? Faisal hat der gesessen. Wir dachten, wir sind Gangster. Ach so. Ich dachte, ich bin ein Gangster, okay. Wirklich. Ja? Ich dachte es wirklich. Ich war fest davon überzeugt, dass ich ein Gangster bin, wirklich. Ja, und dann haben wir halt Gangster gespielt. Und irgendwann war das Spiel zu Ende und dann hieß es Realität. Dann kam das Spiel Realität. Und dann war ich in der Realität. Und das reicht ja als Erklärung, oder? Ja. Ne? An alle, die Gangster spielen, Realität ist ein krasses Spiel. Ja, das ist immer Game Over. Realität ist dann kein Spiel. Realität ist immer Game Over. Aber interessant, aber du sagst ja selber über deinen Freund, dass er sehr reflektierend ist. Und wie das dann kommen konnte? Warst du jung, warst dir egal damals? Oder? Ja. Als ich kennengelernt habe, war schon. Darf ich kurz unterbrechen? Bitte. Ich war der asozialste Typ, den ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Wirklich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Du machst gar nicht den Eindruck. So. Würdest du sagen, du bist jetzt resozialisiert? Nein, ich bin einfach gereift. Ja. Und ich bereue zwar einiges auch nicht, aber ich bin halt menschlich und ich weiß, was richtig und falsch ist. Also ist der erste Mensch, den ich kennenlerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt, die rein und rausgegangen sind. Ich war selber auch ein paar Wochen mal in Untersuchungshaft. Mhm. Es ist der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der wirklich aus dem Knast kam und noch eine Stufe erwachsener war als vorher. Ja. Das ist gut. Also das ist wirklich Dings. Also sonst habe ich immer nur Jungs gesehen, die aus dem Knast kamen und danach noch kaputter waren. Ja. Ja. Ich habe dir auch kennst das auch noch. Und noch einen stärkeren Härteren. Ja, ich habe dir auch gesehen, gesessen. Ich bin Gangster. Es gibt noch ein paar Chatfragen hier. Und zwar fragt Irani 110 Paham und Kianush, welcher Song ist euer stärkster auf dem Album? Und kommt ein Video dazu? Darüber reden wir jeden Tag. Wir können uns nicht entscheiden. Okay. Weil da sind echt viele starke Songs. Wir haben jetzt schon ein paar starke Sachen gehört. So. Wir waren ja teilweise. Ich bin so jemand, nachdem ich die Videos gedreht habe, denke ich immer, ey, war es richtig da, zum Video zu drehen? Ist der nicht noch viel krasser und so? Und ich muss echt sagen, dieses Album, ich gebe mir das seit 4 Monaten am liebsten im Auto, zwischen allen Platten, die ich da rumliegen habe. 4 Monate? Und ganz unabhängig davon, dass es jetzt mein eigenes Album ist, das bringt echt so eine Energie mit. Mhm. Die ist. Was ist mehr interessant für euch, im Studio zu arbeiten zusammen oder auf der Bühne zu stehen? Was macht euch mehr an? Was beides. Macht mir Bock? Beides? Ja. Das ist geil. Wir sind in beidem ergänzen wir uns überkrass. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt letzte Woche ein Konzert gespielt, was aufgrund der Veranstaltung halt ein bisschen nicht so krass jetzt besucht war in Essen. Wie hieß die Veranstaltung? Essen Rap. Das war halt komplett klein und so klein gehalten, die gesamte Veranstaltung. Mhm. Dann war ich dann halt auf der Bühne, ich ziehe trotzdem mein Ding komplett durch, Alter, radikal. Und mache auch, ich rap vor 50 Leuten so wie vor 500 und vor 500 so wie vor 5000. Mir ist das scheißegal. Richtig so. Aber irgendwann mal stand ich dann da und ich dachte mir, Alter, was willst du jetzt noch machen jetzt hier, ne? Nach 4, 5 Songs. Ja. Weißt du? Und aber Leute trotzdem gefallen, was wir. In dem Moment kommt er dann dazu und fängt an, Alter, voll die Moves zu ziehen. Und wir ergänzen das einfach nur krass. Er fängt dann an, mit seinem Bein auf dem Boden ein Beat zu machen. Auf einmal sagt er zu mir, fang an zu freestylen, das Publikum macht mit. Wir haben nochmal alle animiert. Moves ziehen kenn ich auch irgendwo. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendeleise angekommen. Ich möchte euch gerne nochmal sehen. Ne? Also ihr wisst, wo ihr sehen könnt. Nächste Woche haben wir Menowin fröhlich in der Sendung. Ganz genau. Und da könnt ihr wieder einschalten. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt, zuzukommen. War sehr nice. Sehr toller Eindruck. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Meine Ehre. Alles Gute. Dankeschön. Album für die Tour. Ich glaube, das Ding wird ganz hoch gehen in die Charts. Und ja, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. 19 Uhr, wie immer. Und am Audio 5000. Peace. Peace. Manyby.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen.